zahlreiche Gäste waren heute am Freitag, den 9.2. in die Plantanstraße in den Stadtteil Gera-Lusan gekommen. Die ersten Solarpanelen wurden durch Mitarbeiter der Max Solarenergie montiert. Das Hochhaus der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau Gera ist eins von 5 Pilotprojekten, das mit 164.120 Euro durch das Energieministerium gefördert wird. Jetzt habe ich mal an Andreas organisiert. Du bist einer der Bosse hier, sage ich einfach mal jetzt unter Aufbau. Ja, ist richtig. Ich bin einer der 2 Vorstände. Ich bin der technische Teil. Und ja, wir sind heute hier, um die ersten PV-Paneele an die Platane 9 zu schrauben. Das ist jetzt hier ein Pilotprojekt. Das heißt also, ihr macht an alle 3 Seiten jetzt die Paneelen ran. Alle 50 Balkone bekommen die Paneele, egal ob das im Erdgeschoss ist oder in der 10. Etage. Auch wenn es natürlich so ein gewisses Risiko gibt, wie viel kommt im Erdgeschoss an durch die Verschattung von den Bäumen. Aber wir haben die Chance, hier tatsächlich Ost-, West- und Süd-Ausrichtung mal zu testen und zu gucken, wie viel kommt denn tatsächlich solarer Ertrag bei dem Mieter an. Wir hatten tatsächlich die Chance, durch die hohe Fördersumme das Ganze auch mal zu machen, ohne dass wir den Mieter jetzt mit irgendwelchen Umlagen oder Mieterhöhungen belasten mussten, und können hier Erfahrungen sammeln, ob das was für die Zukunft ist. Das wollte ich, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist so ein 4er im Lotto für jeden Mieter, weil er muss nichts dafür bezahlen, aber seine Stromrechnung geht nach unten. Genau so ist das. Also wir gehen davon aus, so um die 200 Euro wird jeder Mieter sparen können pro Jahr. Und es gibt keinerlei Mieterhöhung. Es ist ein 4er im Lotto, kann man so sagen, ja. 80% kriegt er gefördert, 20% müsst ihr investieren. Wie hoch ist die Summe ungefähr, kann man das sagen? Das kann man sagen, wir bezahlen als Genossenschaft 41.000 Euro und in Summe sind es dann 204.000 Euro, die das alles kostet. Also die Fördersumme sind 164.000 Euro. Wie lange hat es gedauert mit der Genehmigung? Die ging ganz schnell. Oh, das ist aber außergewöhnlich. Das ist, mag sein. Die Information, dass es diese Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, ist am 2. August gegeben worden. Und im Anfang Oktober haben wir die Zusage für die Fördermittel bekommen. Aufgrund dessen, dass es ein Hochhaus ist, gibt es größere Anforderungen wie jetzt bei einem Einfamilienhaus oder bei einem kleineren Haus. Wir mussten also einen Bauantrag stellen, wir mussten Brandschutzgutachten erstellen. Das Ganze musste auch durch die Stadt geprüft werden und freigegeben werden. Und auch da muss man sagen, hat die Stadt hervorragend mitgespielt. Auch positiv, darf man ruhig so sagen. Wir haben also alle Genehmigungen vorliegen und deswegen sind wir auch in der Lage, heute anzufangen, die ersten Paneele zu montieren. Wir wollen nicht immer nur schimpfen über unsere Stadtverwaltung. Es funktioniert doch mal was. Genau. Genau. Dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Und wann geht's denn wann fangt an mit Messen? Ich gehe davon aus, dass wir im März anfangen können, die ersten Zählerstände zu messen. Alles klar. Und wenn sich jetzt jemand meldet bei euch von der Genossenschaft, Leute, ich möchte mir so ein Ding auch haben. Wie sieht das da aus? Das gibt es schon seit 2 Jahren. Kann man auf der Homepage von uns nachlesen, welche Voraussetzungen da zu erfüllen sind. Und dann ist das grundsätzlich möglich. Wir finden es grundsätzlich natürlich sehr, sehr schön, wenn es wie hier im gesamten Gebäude stattfindet, weil das Erscheinungsbild von dem Haus natürlich auch noch schön bleiben soll und nicht ein Flickenteppich werden soll. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit. Und wer sich damit beschäftigt, der kann das auf unserer Homepage nachlesen. Und wie lange braucht er jetzt, bis das Ding sich amortisiert hat? Gibt es also ungefähr, wann er sagen wollt, ey, jetzt haben wir es bezahlt? Wenn ihr keine Fördermittel kriegen würdet? Wenn wir keine Fördermittel kriegen würden, haben wir ausgerechnet. Es sind natürlich 2 Variablen dabei. Variable 1 ist, wie hoch ist der tatsächliche Strompreis. Wenn wir von 40 Cent ausgehen, ich denke, momentan kann man es ein bisschen günstiger kriegen, wie der Strompreis in 5 Jahren oder in 10 Jahren wird. Ich weiß es nicht. Ich befürchte, er wird eher höher sein. Es ist natürlich auch ein Stück weit die Frage, wie viel scheint denn die Sonne? Das wissen wir auch noch nicht so ganz so genau. Aber mit den Annahmen vom Solarrechner und mit den 40 Cent braucht man genau 19,4 Jahre, damit sich diese Investition wieder trägt. Also
das, was immer mal so in der Zeitung steht, dass das nach 3 Jahren sich amortisiert hat, ist zumindest bei einem Hochhaus nicht so. Die Anforderungen bei einem Einfamilienhaus, bei einem kleineren Haus sind natürlich auch nicht so hoch wie bei einem Hochhaus. Das gehört auch zur Wahrheit. Da wollen wir mal sehen und hoffen, dass es ein Erfolg wird. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Also zumindest für uns wird es auf alle Fälle ein Erfolg werden, dank der hohen Fördersumme. Und weil wir eben auslesen können, welche solare Erträge tatsächlich da sind und wir damit natürlich für uns und für das zukünftige Handeln Erfahrung sammeln können. Ihr seid ja jetzt praktisch ein Leuchtturm für Ostthüringen. Das kann man so sagen, wenn man möchte, ja. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Insgesamt stehen 530.000 Euro zur Verfügung. Eine Investition in die Zukunft, bei dem der Mieter der Gewinner ist. Da nimmt doch jeder den Lärm der letzten Wochen gern in Kauf. Bernhard, ich wollte nur sagen, nach Fest kommt ab, ne? So ist es, genau. Nach Fest kommt ab. Genau. Wie viel habt ihr Geld investiert jetzt hier in das Pilotprojekt? Also das Ganze kostet 200.000, wir geben 164.000, also 80% vom Ministerium aus. Was sagst du als Umweltminister, ist das die Zukunft? Das ist ein Teil der Zukunft. Hier geht es vor allem darum, dass wir etwas ausprobieren. Wie gut funktioniert es an Häusern, die mehrere Sonnenseiten haben oder nicht immer Sonne haben? Wie akzeptieren es die Mieter? Wie kompliziert ist es? Das evaluieren wir in einem ständigen Prozess, um dann zu sagen, das ist ein Modell, was für so viele Tausende und Abertausende von Plattenbauten möglicherweise funktionieren kann. Ich habe gerade erfahren, die Genehmigung ging relativ schnell diesmal. Ja. Ist das so ein Wunsch von dir, dass es vielleicht überall so schnell geht wie diesmal in Gera? Genau, und ich muss sagen, da kann ich die Stadt Gera nur loben, weil die haben wirklich richtig mitgespielt. So sollte es immer gehen. Das ist Aufgabe von Politik auf jeder Ebene. Wir müssen die Sachen beschleunigen. Hier ist es gelungen. Das ist super. Und es ist was für die Mieter, weil die müssen nichts dazu zahlen. Also hier haben wir eine besonders bequeme Situation für die Mieter. Die müssen gar nichts machen, die müssen nur zugucken, es schön finden. Und dann, wenn wir es evaluieren, schauen wir natürlich, dass das rentabel wird. Und für die Mieter wird es ohnehin, weil der Strompreis einfach geringer ist, weil sie weniger Strom verbrauchen, ohnehin eine Gewinnsituation sein. Alles klar, danke. Ich danke auch. Alex, ich grüße dich. Hallo in Gera. Hi. Du bist hier Projektleiter. Genau. Von Max Solar. Ganz genau. Also Max Solar, es hat nicht nur mit einem Ladies-Tour zu tun, sondern ihr macht eigentlich sowas, ne? Wir machen eigentlich Strom, genau. Ja. Strom vom Dach. Ja, wie viele Paneele werden jetzt hier angebaut von euch? Genau 100 Stück. Genau 100 Stück. Und jetzt frage ich mal, wo kommen sie her? Aus China oder wo kommen sie her? Nee, die kommen aus Dresden. Also ich made in Germany von Anfang bis Ende. Mhm. Dresden. Genau. Dresden. Wie lange braucht man dafür? Für die Installation? Mhm. Ungefähr eine Woche. Eine Woche. Hier fährt das Haus? Genau. 5 bis 6, 7 Werktage werden wir brauchen. Ja. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert, ne? Also zumindest, was ich jetzt so gesehen habe. Es sind, wenn man vereinfacht sagt, da sind ein paar Schrauben, es sind ein paar Schienen, es sind Module dran machen. Es ist viel körperliche Arbeit. Es muss halt wirklich halten, weil es muss ja auch beim Sturm dranbleiben. Hm. Aber es ist Fleißarbeit, genau. Was ist, wenn jetzt hier, sind die bruchsicher? Ich meine jetzt hier unten, wenn da so ein paar Klöpter rumrennen und ballern da mal ein paar Steine ran? Die sind bruchsicher, die sind feuersicher, die sind hagelsicher, die sind sehr sicher, genau. Wie sieht es jetzt innen aus, in dem Wohnung? Ihr legt jetzt das Kabel bis zur Wohnung und innen war das jemand anders? Genau, das hat im Prinzip eine Partnerfirma gemacht. Die hat die Elektrik von der Unterverteilung in der Wohnung auf dem Balkon neues Kabel gelegt im Kabelkanal, um dann halt auch mit einem extra Zähler erfassen zu können, was wirklich von der Wand an Strom kommt. Normalerweise geht das Panel direkt auf die erste Steckdose, habe ich gelernt. Hier mal ein bisschen anders, weil ihr messen tut. Ganz genau. Also man könnte es normalerweise an die normale Steckdose stecken, das Balkonkraftwerk. Aber in diesem Fall wollten wir halt extra messen können und deswegen halt dieser extra Aufwand mit dem extra Leitung. Also das heißt, wer sich das mal machen will oder wer die Genehmigung hat, einfach ein Loch durch die Wand und dann die erste Steckdose ist ja dort in der Nähe oder man nimmt eine Steckdose, die draußen ist. Ganz genau. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. So, und dann muss ich nicht umschalten, sondern wenn ich jetzt so, es scheint die Sonne und das Ding produziert Strom und ich habe gerade die Waschmaschine an, zieht es den Strom, die Waschmaschine automatisch ist aus dem Panel. Genau, der Strom nimmt man den kürzesten Weg und wenn der Weg quasi in die Waschmaschine führt, weil da Strom gebraucht wird oder in den Fernseher, der gerade läuft, dann spart man den Strom, den man dann halt, ja. Alles da, dann danke ich dir und viel Erfolg. Ja, sehr gerne, vielen Dank.